Dann schreiben wir einige Wochen später den 22. Praios. Die kann man von der Tür in der Stadt des Lichts öffnen sich wieder und Jarlan kann sich mit schmerzenden Knien wieder erheben. Was ist bei deiner Kamal-Queste passiert? Was hast du erfahren? Was hast du gesehen? Das habe ich gesehen. Ich habe viel nicht in die Zukunft gerichtet geblickt, sondern in die Vergangenheit nachgearbeitet. Was haben wir getan? Wie steht das zum Praias Glauben? Wie steht das zu meinem eigenen Glauben? Und wie wird die Seelenwaage über mich richten, wenn es eines Tages soweit ist? Habe daraus versucht, Schlüsse der Weisheit zu ziehen, die mir zu diesem Zeitpunkt vielleicht entronnen sind. Oder ein Fingerzeig mir zu erhoffen auf Dinge, die wir damals nicht gesehen haben. Aber die Wege des Herrn Praios sind natürlich unergründlich und so hat er sich zu nichts Erleuchtendem hinreißen lassen. Dann berichte uns doch mal bitte, wie eine Kamal-Queste funktioniert, damit du deinen Karma permanent steigern kannst. Die Kamal-Queste kann der Geweihte einmal, üblicherweise muss man sagen, einmal im Jahr ablegen. Dies tut er normalerweise in einem Tempel, muss er aber nicht. Er kann auch 2 Wochen an einer Hütte in der Wildnis sitzen. Dies ist eine Mirakelprobe, modifiziert um die ganz normalen und üblichen Werte. Das machen wir erstmal schnell. Ich befinde mich. Ist die Stadt des Lichts noch geweiht? Die Stadt des Lichts ist noch geweiht, ja. Dann befinde ich mich im Heiligtum meiner Gottheit. Das ist eine Erleichterung von 4 Punkten. Es ist der Monat meines Kultes. Das ist noch einmal eine Erleichterung von einem Punkt. Ich habe leider das angepeilte Greifenfest verpasst und kann deswegen nicht die Erleichterung für einen Feiertag mitnehmen. Ich habe keine Mitbeter, da natürlich eine solche Kamal-Quest alleine stattfindet. Ich bin weder ein Altbrecher, noch habe ich gefrevelt. Ich habe keinen Minderpakt. Und das war es im Grunde auch schon, denn so etwas greift natürlich jetzt nicht direkt ordnend oder störend ins Weltgeschehen ein. Nochmal, nochmal, nochmal. Wie, nochmal. Du bist kein Eidbrecher, du bist kein Ich bin kein Frevler. Altbrecher, ich bin kein Frevler, ich habe keinen Minderpakt. Du erschwerst deine Probe bitte um die Selbstsucht. Ein Minderpakt gibt nur +2. Du erschwerst deine. Ist wirklich nur Auf plus welche, warte, zwei? auf welcher Basis gibt nur die Selbstsucht, also der abgegoltene Minderpakt, eine höhere Erschwernis als ein voller Minderpakt? Die +2, okay, wenn du mir die +2 reindrücken willst, die nehme ich. Oh, da hast du, nee, Auch wenn ich den den hast du Minderpakt gerade, gebrochen habe, den ich den darum hast erschwert du, habe. nein, die Probe hast du gerade verspielt. Ich gebe dir die plus, was sind das, 7? Zwei. Nee, plus 7, oder wie hoch ist deine Selbstsucht? 5. 5, dann gebe ich dir Vier. eine, dann Warte, ich gebe, guck nach. genau, guck mal nach, wie hoch deine Selbstsucht ist, Aber denn, ich hab den Minderpakt gebrochen. Warum kriege ich jetzt eine Erschwernis? 5. weil du immer noch selbstsüchtig bist. Ja, das ist doch. Ich bin auch arrogant, deswegen kriege ich auch da keine Erschwernis drauf. Ja, aber das ist keine Einwirkung vom. So, du würfelst jetzt deine Probe Und und die aber, erschwerst ich, dir. warte. Wie kommen wir jetzt auf die Selbstsucht? Dann Erklär mir kommt das. plus 2. Ja, die Selbstsucht stammt aus deinem Minderpakt. Der aber gebrochen ist. So, du würfelst eine plus 2 da. Na ne, gut, nehmen wir die +2. Ich habe keine Weile des Namenlosen empfangen, etc., etc., etc. Na, da sind wir uns. Ja, okay, auf Ich der. greife weder direkt ordnend noch störend ins Weltgeschehen ein, weil es ist eine Kamal-Quest, sie greift ordnend nur in mich selbst ein. Und ich bin nicht an derselben Liturgie gescheitert. Rechnen wir also nochmal zusammen. Erleichtert um 5, erschwert um 2, erleichtert um 3 also. Ich habe ebenfalls kein permanentes Karma in letzter Zeit ausgegeben, was hier nochmal als Erleichterung aufkäme. Also, Doppel zwanzig. das ist egal, solange ich nicht scheitere, ist alles Ja, gut. Doppel 20 scheint automatisch. So, jetzt muss ich nochmal ein dämliches Talent finden. Hier ist es, danke sehr. Das sieht alles ganz hervorragend aus und damit habe ich 15 Punkte über. Die ist gut. Das bringt mir leider nicht so viel. Es bringt mir etwas, das werde ich jetzt gleich erklären, nur nicht viel. Ich erhalte jetzt permanente Karma-Punkte hinzu, mindestens in Höhe meiner Intuition durch 4. Bei meiner 14er Intuition sind wir da also bei 5 Punkten. 4 Punkten. Lass mich rechnen. Scheiße. 14 durch 12. 4. 3,5, also 4 Punkte. Ach, so ein Glück, dass aufgerundet wird. Ebenso erhalte ich für LKP Stern durch 10 noch einmal Karma-Punkte dazu. Damit sind wir bei 15, durch 10 sind 1,5, wird, haha, aufgerundet. Warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Allerdings. Das machen wir jetzt aber ordentlich. Also, du hast wie viel? 3,5. So, und jetzt kannst du nochmal die. Was war das? Nee, es 15? sind Intuition durch 4 plus LKP Stern durch 10. Ja, sind. 6. Wenn ich es Nee. jetzt so in die Heldensoftware eingebe, kriege ich 6 raus. Nee, also du hast 3,5 und 1,5. Warte, ich gebe es mal schnell rein. Nicht, damit ich mich jetzt täusche. 3,5 und 1,5 sind Es 5. wird ja nicht zusammengerechnet. Ich bekomme erst die 3,5
Und nee. Dann bekomme ich noch die aus meiner Probe hinzu. Nein, 3,5 und 1,5. Damit bekommst du 5 Karma. Ich habe gerade ein sehr kräftiges Fluchwort auf der Zunge, aber im Prinzip ist es egal. Ja, den einen Punkt schenke ich dir nicht. Jedenfalls ist es mindestens so viel, wie ich bekomme. Wenn Paul das möchte, kann ich auch mehr kriegen. Ich glaube, du willst nicht, dass ich einen Plus- oder Minuswürfel verlange. Nein, nee, du hast... Ich würde ihn nehmen. Ich bin eine Glücksspielerseele. Nee. Du kriegst deine 5 Punkte. Dauern. Gut. Irgendwas anderes, was du noch erfahren hast? Nein, du willst nicht in die Zukunft gucken. Die Quanions-Queste interessiert dich nicht. Andere Heptarchen interessieren dich nicht. Einfach nur auf deinen Fehlern. Bin ja Bandstrahler. Bist ja ein Bandstrahler. Gut. Was hat Rafim getan in den 2 Wochen, in denen Yalan abwesend war? Hat sich natürlich abgemeldet, das heißt mit einem Brief oder dann eben bei der Travia-Koduta, die ihr bei euch im Haus habt, dass ihr ja das irgendwie dann noch erfahren habt, dass er die nächsten 2 Wochen nicht da ist. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, meinen Fight Club ein bisschen beliebter zu machen, mir da ein paar Jungs zu suchen, auch können auch ruhig Tobria sein, indem ich mich da herzensgütig aufs Maul gehauen habe. Und dann, ich meine, das kann man vermutlich so 3-4 Stunden am Tag machen, danach tut einem auch irgendwann das Gesicht weh. Und danach würde ich mich mit meinem Bären beschäftigen. Ja, also abgerichtet, ist natürlich auch gewachsen. Er hat sich jetzt natürlich schon einige Monate bei dir aufgehalten, beziehungsweise einige Wochen bei dir aufgehalten. Die lange Schiffsreise, die Hin- und die Rückreise, dann über Pericum von Gareth aus, dann eben auch die Zeit in Romulus. Also hat sich dann auch schon viel an dich gewöhnt, ist viel auch gewachsen. Du ernährst ihn natürlich sowohl wie dich auch, dann nur mit Fleisch, denn dir schmeckt anderes Essen immer noch sehr fahl im Mund und ja. Was da dann eben. Ja, so würde ich meine Zeit verbringen. Gut, Chiaras Karinor hat weitere Zahnliturgien gelernt. Ja, ich bin im Zartempel dann tatsächlich geblieben und habe noch eine zweite Liturgie, die ich von Ihnen lernen möchte. Und zwar ist das der Wundsegen. Der Wundsegen, kommt er aus der Zar oder aus der Pereine Kirche? Der reine Unzar. Unzar. Was kann der? Der Wundsegen kann, wenn gesprochen, alle regeltechnischen Wunden geschlossen. Ziemlich einfach. Und Wundfieber wird verhindert. Welchen Grad hat der? 2. 2. Aufgewertet auf 3 könnte er noch Lebenspunkte hinzubringen und dann kann man ihn nochmal auf 4 aufwerten, was halt noch besser ist. Okay. Ja, auch das sollst du bekommen. Da mit 4 könnte man tatsächlich Gliedmaßen wieder nachwachsen lassen. Okay. Ihr seid auch Helden, natürlich in Gareth. Die Leute wissen, was ihr getan habt. Viele Gerüchte, die sich umhertreiben. Alara hat natürlich ihr Übriges getan, um euch zu diskreditieren. Was dann auch in der Stadt so ein bisschen angekommen ist. Aber eigentlich seid ihr Helden des Volkes und könnt euch dann natürlich auch abseits von euren Bemühungen und Bestrebungen könnt ihr euch natürlich auch im Rat der Helden weiter umhertreiben. Könnt dann auch eure eigene Villa anbieten, wenn ihr mögt. Je nachdem, wie gerade Zeit ist. Also, so dass man einfach ein bisschen durchwechselt, dann auch nicht nur bei Thorn Eisinger sitzt in der Schmiede, sondern eben auch an den verschiedenen anderen Vierteln. Damit eben auch die Spione von Alara da nicht umhertanzen, sondern dass man sich immer irgendwo anders trifft. Gut, noch irgendwas? Eine Liturgie? Effertkirche noch oder nicht? Keine AP mehr. Keine AP mehr, schade. Kostet die was 100, ich hatte 200 zur Verfügung. Effort spare ich mir fürs nächste Mal auf. Geht's weiter mit Isarun. Du bekommst natürlich am nächsten Tag selbstverständlich wieder von Saldor Foslarin deine Bewertung der Magra-Abschlussprüfung. Er hat natürlich noch eine ganze Menge rot gestrichen. Also eigentlich ist der ganze Text rot und er ist unzufrieden, aber du hast mit Auszeichnung bestanden und darfst dich jetzt Magra nennen. Ja, dann hole ich mir die Magus-Arbeit ab, habe natürlich Herzklopfen und Bammel, als ich da vor dem Büro sitze und darauf warte, dass ich eingelassen werde. Und dann fällt mir auch ein ziemlicher Stein vom Herzen, als ich dann trotz des ganzen roten Geschreibsels meine bestanden mit Auszeichnung dort sehe. Ja, du weißt auch, dass Saldor Foslarin natürlich ein sehr, sehr pünktlicher Zwerg ist, ein sehr, sehr pünktliches Wesen. Aber du wirst trotzdem ungefähr 10 Minuten vor dem Büro sitzen gelassen. Du weißt halt auch, dass er eigentlich auch
auf der anderen Seite der Tür nur wartet, will ich dann nervös machen. Das gelingt natürlich auch. Und ja, wenn du dann endlich deine Abschlussbescheinigung da hast und dich dann Mager nennen darfst, ist dir eben auch sind dir drei Thesen genehmigt worden, die er dir dann in der Bibliothek aussendet. Die sind natürlich dann nicht gebunden an die Garreta-Akademie oder an die Weiße Gilde, sondern du kannst da dann auch aus anderen Bibliotheken wildern. Und du hast dich entschieden für was? Ich möchte einmal lernen den körperlose Reise. Was kann der? Damit kann ich quasi meinen Geist von meinem Körper erlösen und damit sozusagen ein bisschen durch den Limbus reisen und dann auf einer anderen, an einem anderen Ort herauskommen und mich dort umsehen. Genau. Er gibt dir natürlich noch mit auf die eine Warnung mit, dass dieser Zauber unglaublich gefährlich sein kann, denn limbische Wesen, die sich in den nahen Sphären aufhalten, können dich dabei angreifen, und er rät stark davon ab, dass du das in der Nähe von Unheiligtümern oder in den Schwarzen Landen benutzt oder gar in der Dämonenbrache. Rät er davon ab? Ja, das ist ein weiser Rat. Was ist der zweite Zauber? Der zweite Zauber ist der Protectionis. Damit kann ich meine eigenen Zauber vor Antimagie anderer Magier schützen. Ja, das ist, glaube ich, sehr selbsterklärend. Und die Regenbogenbrücke. Genau, als letzten Zauber habe ich mir den Solidirit Weg aus Licht ausgesucht. Damit kann ich eine Regenbogenbrücke erschaffen und somit Distanzen überbrücken. Ja, da gratuliert er auch zu der Wahl. Kann man wenig mit falsch machen. Er sagt und gibt dir noch als Tipp mit auf den Weg, dass sie zwar von einer Seite undurchlässig ist, aber nicht von der anderen. Auch das als Warnung. Sehr gut. Soll heißen, man kann da durchschießen. Ja, oder auch durchschneiden, zumindest einmal. Gut. Ja. Was willst du tun, außer das Abel mir unter die Nase reiben? Ich möchte natürlich eine Reinfassung von meiner Magusarbeit noch machen, die dann kopieren lassen in besonders schöner Schrift, die von jemand anderem kopiert wird und nicht von der Kampfmagierin. Und diese dann an den Hesinde-Tempel persönlich überbringen, damit Walner Yitzchok die in seiner Bibliothek an ausgewählte Leser und Leserinnen zur Verfügung stellen kann. Ja, ausgezeichnet. Walner Yitzchok wird sich natürlich bei dir bedanken, wird dann dich auch nochmal auf mehrere Tees einladen in den nächsten paar Tagen, in der nächsten Woche, die da so kommt. Und sich natürlich auch ausführlich von dir Berichte geben lassen, wird dann auch noch eigene Randnotizen dran schreiben an die Kopie und die dann eben auch nochmal stempeln und dokumentieren lassen. Hat natürlich einige Sachen geschwärzt, andere Sachen wie Verweise in deinen Fußnoten sind natürlich auch dann schon geschwärzt von dir selber oder von Saldor Foslarin, sodass dann Verweise beispielsweise auf das Arcanum dann gegeben werden, die dann ja nicht hier vorliegen, oder an irgendwelche Akten aus der KGA oder Akten aus der verschiedenen anderen Institutionen. Aber ganz generell freut er sich und trinkt dann mehrere Tees gerne mit dir, wenn du das möchtest. Das möchte ich auf jeden Fall. Dann möchte ich natürlich auch meine Kollegen aus der Akademie der magischen Rüstung, beziehungsweise die dort logieren, mit den frohen Nachrichten vertraut machen, sodass wir dann vielleicht zu viert ein bisschen Tee trinken können. Die hätte ich ja sowieso noch erwähnt. Ach, perfekt. Ja. Was gibt's denn für Neuigkeiten von Iolaos und Eldan Gorbas? Haben sie sich vielleicht auch mit Kiaras vergnügt? Also, wenn sich die Möglichkeit geboten hätte, hätte der ne? Also Eldan hätte das nicht abgestritten. Der Wärtemann war ja so hervorragend zur Verfügung im Raya-Tempel letztens erst. Vielleicht kann ich dort noch einmal erwischen. Ja, man kann nur hoffen. Er hat magische Hände, möchte ich es meinen. Magische Hände. Aber ja, habt ihr schon gehört? Ich habe ganz, ganz, ganz frisch vom Teegespräch. Die Magearbeit soll eingereicht sein. Ja. Wahrlich? Ja. Hm. Und Herr Foslerin war wohl den ganzen Morgen in sein Büro eingeschlossen. Vielleicht. Ich denke, dann ist doch offensichtlich, was wir jetzt tun werden, oder? Wir sollten. Vielleicht gibt es schon die erste Version im Hesinde-Tempel. Ich habe mich ja schon vorangemeldet.
Wir sollten sofort aufbrechen. Nein. Wir sollten sofort aufbrechen und die Werte neue Mager direkt zu einem Tee stoppen. Ja, naja. Ha, ich bin so aufgeregt. Ha, hilft mir noch in meine gute Robe. In diesem Fetzen will ich nicht gesehen werden. Ha. Natürlich, natürlich. Na, wohl, du siehst natürlich immer hervorragend aus. Ja, natürlich. Ja. Eltern, du kannst dir dann noch die Brille vom Nachtschrank von Iola ausnehmen und gemeinsam könnt ihr dann erst in Richtung der Villa aufbrechen. Könnt ihr allerdings auch erfahren, dass Isarun wohl gerade auch gar nicht im Hause ist, sondern sich wohl in Richtung des Sesindetempels aufgemacht hat. Der erste Instinkt von Eltern war also genau der richtige, möchte ich meinen. Oh, ich hab's dir gesagt. Ich hab es dir gesagt. Und wieder sind wir hier unnötig gelaufen. Ich wusste, sie wird das ein. Ah. Ach, es war doch ein wunderschöner Spaziergang. Da mögt ihr recht haben. Der schwarze Berg ist immer noch sehr unansehnlich, aber ich sehe die ersten Blumen wieder sprießen. Wunderschön. Ja, so könnt ihr euch an den Händen nehmen und dann wieder gemeinsam in Richtung der Bluträumen vom Pentagon-Tempel gehen, wo ihr dann auch den alten Walner Özkok seht, der gerade in einem kleinen abgeschiedenen Räumchen mit Isarun von Spogelsitten, ihres Zeichens Mager, der Schwert und Stab, ist. Ja, Eltern, schreitet mal nach vorne. Kommt mit, Elaus, kommt mit, lasst nicht auf euch warten. Ah, die frisch gebackene Mager, eine Ehre. Reicht die gerade eure Arbeit auf? Und, wie? Ja, ich habe gerade, also, naja, eigentlich habe ich gestern schon ganz druckfrisch noch ein Exemplar abgeliefert. Ich konnte es einfach nicht mehr abwarten. Es war allerdings schon so spät, verehrte Kollegen. Ich wollte euch nicht länger oder nicht mehr stören. Ja, Boltax, du stehst gerade an so einem Schreibpult und kannst wohl sehen, wie Isarun da wohl beglückwünscht wird. Hm. Ich muss sie unbedingt lesen. Das schreit doch geradezu nach einem Tee und könnt ihr sie gar gut vorlesen. Isarun, was ist denn da los? Gibt's vielleicht Kekse? Sicher. Kekse. Ja, oder vielleicht könnten wir zur Feier des Tages natürlich uns sogar einen Kuchen genehmigen. Was haltet ihr? Ein Küchlein. Hm? Ein feines Küchlein. Vorragende Idee. Ja, kommt gerne dazu, Boltax. Ich habe gerade eine magische Arbeit eingereicht und sie wurde angenommen und nun habe ich einen nächsthöheren Titel erlangt. Ich bin jetzt eine Mager. Aha, das klingt erstmal sehr schön. Gratulation, aber... Hochrespektierter Titel, muss ich Ihnen sagen. Aha. Eldan, Gorbas, eine Freude. Boltax. Wunderbar. Ja, nicht wahr? Und ihr seid eures Zeichens? Iode. Ah! Oh. Und ja, der gute Boltax ist ein sehr, sehr fähiger Mann seines Faches. In der Elementarmagie, da macht ihm so schnell keiner etwas vor. Ja, ja. ja. Doch, aber... ihr müsst ihr euer Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das ziemt sich nicht. Nun, genau deshalb bin ich ja auch hier. Ich lese interessante Aspekte zu verschiedenen elementaren Theorien und Beobachtungen elementarer Wesen. Das ist doch eine ganz ansehnliche Bibliothek hier im Hesimbe-Tempel. Ach, fantastisch. Das hört sich nach einem faszinierenden Thema an. Ich habe natürlich schon von Geoden gehört, aber ich hatte nie das Vergnügen, jemals einen zu treffen. Nun ja, haha. Wir sind ja auch nicht so viele. Ich meine, magisch begabte Zwerge gibt es ja relativ wenig. Und die, die etwas auf sich halten, werden dann Geode. Also alle. Lass das nicht den Fosslerin hören. Ach, der alte Drückeberger. Also, Boltax, nun wirklich. Ich dachte, ihr verstündet euch nun besser. Naja, das ist... wir kennen uns ja jetzt schon lange, ich und Saldor, ne? Also... Also, ja, ihr reist ja mit den Interessen... Ein sehr tapferer Mann, der an vielen Schlachten teilgenommen hat. Ja, ihr könnt ihn doch nicht länger Drückeberger nennen. Also, wie hört sich das denn an? Er hat sich vor seiner Pflicht gedrückt, Geode zu werden. Also, nun, er hat seine Pflicht in anderer Art und Weise angenommen. Und er kämpft immer noch den guten Kampf gegen die Mächte des Chaos, richtig? Will ich gar nicht in Abrede stellen, da habt ihr wohl recht. Aber es gibt trotzdem durchaus auch Magier, die sich ein wenig mehr mit der Natur verstehen. Ich zum Beispiel habe meine gesamte Ausbildung damit verbracht, Vulkane hinaufzuklettern. Das ist ständig berichtet er davon, ständig von seinen Vulkanen. Aber Vulkane sind ja auch ein faszinierendes Thema. Welche Vulkane habt ihr denn bereits besucht? Oh, leider nur die in meiner Heimat. Ich würde ja zu gerne... ich habe davon einer hervorragenden, seltenen Magierakademie gehört, zu der ich einmal möchte. Aha, nun welche wäre das denn?
Ah, man nennt sie das Konzil. Ach, ja, natürlich. Ich kenne da jemanden. Der hat mal in meiner Höhle gewohnt. Dem habe ich ein paar Sachen beigebracht. Der kam auch daher. Wahrlich? Ich habe nur Gerüchte bis jetzt gehört. Ein Punin, als ich dort war. Da muss ich unbedingt einmal hin. Ja, es soll nicht leicht zu erreichen sein. Er hat sich von einem Luftelementar heruntertragen lassen ins Tal und... ihr müsst schon sehr gut klettern können, um da hinaufzukommen. Wahrlich? Außerdem habe ich gehört, dass es im Raspelswald auch Vulkane geben soll, die sogar nicht von Zyklopen besetzt sind. Ja, natürlich. Es gibt auch nicht Zyklopen besetzte Vulkane. Wart ihr schon am Schlund gewesen? Ha! Der ist einer! Ha! Reines Feuer! Oh, wunderbar! Die Reinheit dieses Elementes am Schlund. Fantastisch! Tatsächlich. Vielleicht eine Reise wert. Ihr solltet auf jeden Fall überlegen, dorthin eine Forschungsexkursion zu unternehmen. Denkt doch nur daran, was dieses, nun, ihr nennt ihn Inkrim, Angorsch, heilige Monument reiner Schöpfungskraft des Feuers. Oh, da wird einem ganz warm ums Herz. Ja, ich freue mich schon auf die Expedition. Das wird ja wunderbar. Wieder ja. Draußen rumlaufen. Ja, es riecht halt auch nicht so angenehm, aber die Asche in der Luft macht das Atmen etwas schwer. Aber also das sind Sachen, die man in Kauf nimmt, um dieser wahrlich gewaltigen Feuerpracht einmal Auge in Auge gegenüberzustehen. Ah, ja. Ich bin mir auch sicher, auf dem Weg dorthin werden wir irgendeine Kutsche finden. Ich werde wieder eine Reiserobe kaufen müssen, die ich danach wieder direkt werfen kann. Ich sehe es kommen. Nun, Glück ist der Schlund ja jetzt nicht ganz so weit von hier. Also, weniger weit als das Konzil, will ich meinen. Da mögt ihr recht haben. Aber ihr habt interessante Gefährten, Fräulein von Spurgen. Ich bin ja immer wieder überrascht. Ja, ich auch. Nun, dafür hatte sie schon immer ein Talent. Durchaus. Das kann gut sein. Das weiß ich ja jetzt nicht so. Wir kennen uns ja erst seit sehr, 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 sehr kurzer Zeit. Also, von meiner Perspektive aus. Ja, in Zwergenmaßstäben, ich weiß schon. Ihr seid wahrlich nicht der erste Angroschim, der dieser Gruppe anheim war. Sagt, wo habt ihr den guten Igna gelassen? Ich vermisse ihn gar. Och, der ist in Aranien zurückgeblieben. Er wollte dort unsere Villa instand setzen und ein eigenes Geschäft auch machen, um ja, einen gefallenen Freund zu ehren. Eine sehr gute Idee, meiner Meinung nach. Durch Handwerkskunst einen Gefallenen zu ehren. Wahrlich? Wie wunderbar. Es war ein schwerer Tag, als wir diesem Drachen gegenüberstanden. Boah, ja. Ihr habt auch mitgekämpft gegen den Drachen? Ja, ich stand Seite an Seite mit dem werten Igna. Ja, während er seinen Schuss gesetzt hat, musste ich ihn gegen Horden von wilden, untoten Krähen beschützen. Das war sehr wild. Nun, dann seid ihr ja auch fast ein Drachentöter, nicht wahr? Die Narbe auf dem Rücken hat er noch, kann ich euch sagen. Ah, das sieht man noch heute. Dann im Namen aller Zwerge beglückwünsche ich euch zu eurer fantastischen Tat. Vielen Dank. Nun, sehr gerne. Ansonsten, wo liegen denn eure magischen Spezialgebiete? Ich habe mich ja dem Dienst des Herrn Praios mehr verschrieben und muss jetzt zugeben, dass ich immer wieder nur noch meine Magie spärlich einsetze. Gar spärlich. Viele Studien. Ja, ihr müsst wissen, der werte Herr Eldon Gorbos ist mittlerweile unter die Maler gegangen. Seine Bilder hängen auch in vielen, vielen Tempeln hier. Nicht nur bei unserem Elsinde-Tempel, auch bei dem Maya-Tempel hier oben auf dem Berg und mittlerweile sogar das ein oder andere Werk im Praios-Tempel. Wir haben erst tatsächlich, ihr seid im Praios-Tempel ausgestellt? Das ist ja wirklich ausgezeichnet. Ihr seid aber auch ein Plappermaul, dass ihr so etwas herausposaunt. Aber ja, es ist eine große Ehre. Ach, Eldon, du weißt doch, wenn, dann beim Kekschen und einem guten Tee. Ja, da gehört dieser Plausch hin. Genau, alles hat seine Zeit. Ich habe erst gestern ein neues Höhlen. Insgeheim liebt er doch die Aufmerksamkeit.
Ich habe auch gestern ein neues Werk angefertigt von Herrn Carino. Wir hoffen, dass es auch in Tempelhöhe ausgestellt wird. Mal gucken, er muss es selber einreichen. Aber einen Akt? Natürlich. Hallo? Herr Carino hat sich in seiner zagefälligen Form gezeigt. Sehr begabt, sehr, sehr begabt. Eltern haben mir schon eine Skizze gezeigt. Auf einem Sofa mit einem großen Diadem, einem Kristall um den Hals. Er hat aber auch dieses Drachenschild bestanden. Er wäre wohl Drachentöter, das war ihm sehr wichtig. Ich wollte es ihm nicht aberkennen. Nun, das ist ja gut. Je mehr Drachentöter, desto besser. Nicht wahr? Unsere Gesellschaft braucht viel mehr Drachentöter. Ich würde euch auch ein Bild anbieten, aber ihr seid ja immer so viel unterwegs, Fräulein von Spurgützen. Man kommt ja kaum dazu. Ja, ich fürchte, das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Schon wieder auf der Jagd nach der nächsten Heldentat. Bekommt ihr keine Anstellung als Magistra? Ich hatte gedacht, dass wir uns jetzt öfter auf ein Teechen treffen. Ich fürchte nicht. Also natürlich so oft es geht, so oft ich in Gareth weile, aber naja. Die Spektabilität, beziehungsweise mein Ordenshochmeister ist ja die gleiche Person, meinte doch, dass meine Talente im Feld besser zu gebrauchen seien. Ach, Isachon, wie sehr vermisse ich unseren Spaziergang durch den Park. Werte Margaret, wir müssen darauf bestehen. Solltet ihr etwas länger in der Stadt sein, müsst ihr Modell stehen. Ja, wolltet ihr vielleicht ein sitzendes Porträt? Das gibt ja immer sehr viel Anmutigkeiten, wie ich finde. Als Feier für eure jüngste Beförderung. Wolltet ihr eher ein edles Kleid oder denkt ihr doch an einen Kampf, ein eher kämpferisches Bild als Pfeil des Lichts? Wieso nicht eine Mischung aus beidem? Interessant. Ich habe meine Künste im Akkuratum ein wenig verfeinert, wenn ich das nur sagen darf. Nun, das würde ich doch dem Künstler selbst überlassen, wie er sein Bild komponiert. So sagt man doch, richtig? Ja, aber ihr müsst ja Einfluss haben, ihr stellt ja Modell, es muss ja euren Charakter widerspiegeln. Man muss ja im Bild erkennen, wer ihr seid. Ah, verstehe. Dann wäre es wohl gut, wenn im Bild eine gewisse Dynamik zu erkennen wäre. Dynamik. Ja, zaubert doch so eine Kardianum-Kuppel.